Willkommen Leute zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder ein bisschen Boom Beach und ja, ich wollte ja mal wieder ein bisschen was anderes zeigen in meinen Boom Beach Videos auch. Da hatte ich letztens schon mal angekündigt, dass ich mal wieder meine Clash of Clans Base ein bisschen ja vorstellen möchte, wie es jetzt aussieht. Es hat sich sicherlich wieder einiges getan, seitdem ich das letzte Mal das gezeigt habe. Ich weiß aber jetzt auch nicht ganz genau was, also das werden wir uns dann gleich nochmal angucken und vorher jetzt hier eben auch noch das obligatorische Boom Beach dran geklatscht, kann ich sagen. Ja, es ist übrigens ein Mega-Krebs-Event. Da war ich am Überlegen, ob ich das nicht auch mal ja, mitnehmen soll oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Soll ich es vielleicht jetzt nebenbei so machen? Ich habe ja auch noch viele Themen so für die nächste Zeit. Das heißt, ich bräuchte da jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt was, was ich jetzt so unbedingt zeigen kann. Ich komme auch ohne solche krassen Events jetzt, sage ich mal, aus mit meinen Folgen. Aber ich könnte es ja mal machen. Also ich weiß nicht. Soll ich es mal machen? Ja, komm. Ich greife jetzt einfach mal an. Angriff. Und mal sehen, was bei rauskommt. Da machen wir heute Megakrebs und Clash Royale, sage ich schon. Clash of Clans. Und in der nächsten Folge dann Clash Royale entsprechend, ne, wie ich es ja schon öfter mal auch gemacht hatte, beziehungsweise zweimal, glaube ich, ne, genau, öfter noch nicht. Clash of Clans hatte ich schon, glaube ich, 4 oder 5 Mal gezeigt, ich weiß gar nicht genau. Huch, da wird mir gerade was geschrieben. Ja. Und ja, hier Clash Royale habe ich aber noch nicht so oft gezeigt. Das werde ich dann natürlich auch noch mal machen, ein bisschen. Ich weiß, ich kriege die ganze Zeit hier Skype-Nachrichten, das nervt übelst. Ja, zum Glück ist es Minecraft Attack, also ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man das im Video sieht. Ich sehe es ja nämlich gerade nebenbei auch am PC, ne? Das ist ganz komisch, dass hier Skype die ganze Zeit aufblinkt und Geräusche macht, ne? Es ist ein bisschen doof. Na gut. So, dann schauen wir mal. Okay. Okay. Dr. Terror heißt jetzt Dr. Schrecken, während Halloween ist. Heute ist ja hier der 31.10. Deswegen, ja, angreifen soll ich nochmal? Ich weiß gar nicht, da braucht man auch ein bisschen was, ne, immer. 8 von 8. Soll ich nochmal angreifen? Ich meine, das war jetzt ziemlich leicht, muss ich ja sagen. Oh, jetzt wird's aber schon schwieriger, wie es aussieht. Soll ich den noch machen? Ja, komm, wenn wir uns beeilen, geht das schon. Mal sehen, ob wir den auch hinkriegen, so einfach. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Habe ich jetzt nochmal eine Nachricht gekriegt in Skype? Nee, das war jetzt ein anderes Brummen an meinem Handy. Ach du Scheiße, ich kann ja alles mit Artillerie einfach machen. Ich brauche gar nichts anderes. Lol, was machen die denn? Hä? Sind da von mir Truppen entsandt worden? Moment mal. Wenn jetzt hier. Nee, die werden nicht geheilt, also sind sie nicht von mir. Das sind deren Truppen. Aber, naja, die haben trotzdem so eine Anzeige, als wären es meine, weil normalerweise. Nee. Ach so, die befreien die anderen. Ach, die zerstören auch hier die Sachen. Ja, ganz komisch. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Anscheinend sind das von Dr. Terror gefangene Viecher, die ich befreien muss. Und die kann ich aber zum Beispiel nicht heilen. Das könnte sein. Ich dachte erst, das sind Gegner, aber. Na gut, dann eben nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Erstmal alles kaputt machen hier, die ganzen komischen Schockbomben oder was das ist. Ja. Und meine Truppen sollten sich auch mal hier auf den. Lol, wir haben schon gesiegt, Alter. Ich dachte jetzt schon hier, wir müssen noch kämpfen, aber es geht, ne? Okay. Phase gemeistert, Extra-Angriff. Der labert wieder irgendwas. Phase 3. Oh ja, also man kann hier auf jeden Fall ein bisschen sich durchkämpfen. Mache ich jetzt für heute erstmal nicht. Die 2 Phasen sollen reichen. Vielleicht, wenn der Megakrebs noch ein bisschen bleibt, ich weiß ja nicht wie lange, ob der jetzt nur wirklich nur noch 20 Stunden bleibt oder länger. Vielleicht könnte ich dann später nochmal ein Video aufnehmen, wenn der ja noch ein bisschen bleibt und da nochmal ein bisschen weiterspielen, die weiteren Phasen. Und mal gucken einfach, ob ich die schaffe, so als Challenge. Oder vielleicht ist ja demnächst auch mal noch ein Megakrebs-Event, so in 3, 4 Tagen oder so, dass da erstmal so eine kleine Pause ist, dann könnte ich das auch machen. Mal sehen, aber jetzt switche ich erstmal zu Clash of Clans, wie gesagt, und ja, mal sehen, was uns da so Schönes erwartet. Ja, Leute, da bin ich auch schon und ja, ich habe gerade noch im Voraus den Halloween-Screen gesehen, der jetzt als Ladebildschirm aktiv ist erstmal.
Fand ich auch ziemlich cool, wollte ich eigentlich auch mit aufnehmen, aber dann ist es irgendwie wieder neu gestartet und das war ganz komisch. Das Spiel verträgt das wohl ein bisschen nicht mehr, wenn ich hier im Startscreen schon anfange aufzunehmen. Deswegen konnte ich das jetzt leider nicht zeigen, aber ich glaube, der sah sogar genauso aus wie letztes Jahr. Also da hat sich gar nicht mal so viel geändert. Also wie 2015. Und ja, ich denke mal, der wird sich dann auch die nächsten Jahre nicht unbedingt ändern. Werden wir sehen. Und ich denke mal, den kann man auch googeln, wenn ihr den sehen wollt, unbedingt, dann könnt ihr das tun. Ja, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Sachen eingesammelt. So sieht meine Base derzeit aus. Ich kann mal zeigen, was ich hier so für Level habe. Zauberfabrik bin ich schon zum Beispiel schon Level 3. Magierturm Level 5. Hier oben, ja, die hatte ich auch alle 5 gemacht. Hier Bombenturm habe ich jetzt auch gebaut vor einiger Zeit. Es gab hier einige neue Sachen im Shop. Hier auch dieses Ressourcenpaket nervt mich immer, ey. Das ist jetzt auch relativ neu noch. Und hier, na gut, das sind Schätze. Ich kann ja mal gucken. Kann ich mir noch irgendwas kaufen? Ich hatte doch, glaube ich, noch irgendwas. Na, Deko nicht. Irgendwas hatte ich noch gesehen. Schilder waren es auch nicht. Da muss ich mich am Auge kratzen. So. Ne, da war nichts Neues mehr, was ich mir kaufen kann. Oder? Warte mal. Was kann ich mir hier kaufen, wenn ich dann Rathaus 10 bin? Inferno-Turm, Adlerartillerie, ach du Scheiße, X-Bogen gibt's auch noch und alles. Naja, nicht schlecht. Dann hier noch Armeezeug, großer Wächter, Bogenschützenkönigin, ja genau, auf die warte ich auch schon so ein bisschen. Ah gut, das geht natürlich erst mit Rathaus Level 9 und das soll man ja immer erst so spät wie möglich machen, habe ich von einem Kumpel erfahren mal. Denn, das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn man das vorher macht. Denn dann kann das schlechte Folgen haben, ne? Dass man zum Beispiel öfter angegriffen wird oder so, oder in Kämpfen öfter verliert oder was weiß ich. Aber ich kämpfe sowieso kaum und ja, wenn ich immer meinen Verteidigungslog angucke, dann verliere ich doch schon relativ oft. Also alles, was jetzt hier so rosa hinterlegt ist, ist verloren. Ja gut, obwohl in letzter Zeit hält sich's in der Waage mit den Wins. Das ist eigentlich ganz gut. Obwohl hier hatte ich mal wieder eine Pechsträhne so ein bisschen, na. Also es ist immer ein bisschen durchwachsen, muss ich ja sagen. Manchmal läuft es eben nicht ganz so gut und ich werde allgemein auch so oft angegriffen. Ihr seht das ja hier, egal ob ich jetzt gewinne oder verliere, hier vor 11 Stunden, das zweite vor einem Tag 3 Stunden, einen Tag 16 Stunden, 2 Tage 7 Stunden. Also wirklich immer, wenn mein Schild abläuft, werde ich sofort angegriffen. Das ist halt übelst nervig. Das ist in Boom Beach wesentlich besser. Und das ist auch immer so eine Sache, die ich an Clash of Clans noch zu bemängeln habe, ne? Naja, ansonsten habe ich jetzt in letzter Zeit noch ein paar Mauern hier geupdatet. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das kann ich jetzt auch mal nebenbei machen hier. Von 5 auf 6 so ein bisschen. Und ich kann ja vielleicht schon mal anfangen, hier hinten meine Level 6er Mauern auf 7 zu machen. Ne? Wie sehen die dann aus? Ach, das sind diese dunklen. Ja, okay. Kann ich ja dann mittlerweile oder mit der Zeit schon machen. Aber ich will erstmal die Level 6er haben. Ja, ich wusste einfach letztens nicht mehr, wo ich mein Gold reinstecken soll. Weil ich habe irgendwie alles schon geupdatet. Ne, obwohl hier, das könnte ich noch machen. Luftabwehr. Lol, also wenn ich mal wieder über 2 Millionen habe, muss ich daran denken. Das Doofe hier ist halt auch, dass man nicht wie in Boom Beach so Pfeile angezeigt kriegt, was man verbessern kann. Das finde ich auch noch doof. Also das hätte ich auch gerne. Ja, so muss ich eben selber wissen oder mir erahnen. Das kann ich zum Beispiel nicht mehr machen. Hier, ach gut, 3,5 Millionen, das dauert auch ein bisschen, bis ich das hab. Und ansonsten, ja, war ich ja auch noch dabei, ein bisschen zu forschen. Was ist denn das? Ach, Pekka. Oh, lol. Okay. Ach so, das ist jetzt quasi die Stufe, die könnte ich hier unten nochmal auswählen, aber macht er ja gerade schon. Verbesserung erfolgt bereits, genau. Und das läuft jetzt einfach irgendwie schon seit 7 Tagen oder so, also seit einer Woche. Und es dauert einfach immer noch 4,5 Tage, ey, das ist so übelst krass. Und, ja, keine Ahnung, das ist einfach, das ist übel, einfach nur, wie lange das dauert mittlerweile. Ja, ansonsten gibt's aber jetzt eigentlich auch gar nicht mal so viel zu zeigen, oder? Ich weiß nicht, ich sammle immer das Elixier ein, wenn es aufploppt. Und, ja, aber wie gesagt, also so sieht's halt aus jetzt, ne? Und das war's eigentlich schon, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch zeigen soll. Ich denke mal, das nächste Mal, wenn wir uns in COC begeben, werde ich auch mal wieder hier ein bisschen angreifen. Mal sehen, welches Level ich dann bin. Ich denke mal, hier alleine durch Pekka werde ich jetzt nochmal einen großen Schub kriegen, was mein Level betrifft. Ich weiß gar nicht mehr, welches Level ich letztes Mal, by the way, war. Ich glaube, auch schon über 80.
Bin mir gar nicht sicher, oder noch 79, das kann auch sein. Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon eine Weile her. Oder ich glaube, ich war gerade 80 geworden, da habe ich mich noch gefreut, weil das gut fürs Video war oder so. Boah, ich weiß es nicht mehr, oder war das auf meinem Hauptkanal? Da habe ich nämlich auch mal ein Clash of Clans Video hochgeladen, also auf Texmark LP. Vielleicht war das auch da. Keine Ahnung, ey Leute, ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das Video ist schon wieder 10 Minuten oder so lang. Und deswegen beende ich das jetzt hier an der Stelle einfach mal, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.